Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der Hermannspolder. Und jo, ich habe mich jetzt gerade tatsächlich auch mal eben dazu entschlossen. Ich springe hier rein in den Deutz und dann lösen wir hier mal den Helfer ab. Weil, ne, was sollen wir jetzt am Hof rumstehen? Und der hier, ne, Helfer macht unsere Arbeit, ist ja, ne. Ist ja nur noch blödsinnig, das muss ja nur noch nicht sein. Das ist aber schön vorsichtig. Halt, 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 halt. Vor allem schön wieder ein Stück zurück. So. Also wir haben jetzt hier keine 9 Meter, wir haben hier nur 6 Meter Breite hier. Und ich habe es jetzt tatsächlich gerade einmal hinbekommen, dass ich hier mir das Bild tatsächlich eben von meinem Handy runterziehen kann, konnte. Ich ziehe mal eben hier rein und schalte mal eben einmal um. Dann könnt ihr das auch sehen. Ich versuche mal ein bisschen größer zu machen. Hier. Wenn mich denn das so lässt. Ja, hier habe ich mein Schalthebel und sag mal das hier. Aber das funktioniert aber auch nicht so prickelnd, weil der Player, den ich jetzt hier jetzt mit drauf habe, ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Weil ich habe nämlich jetzt gerade eben schon in der Aufnahmepause gerade. Habe ich tatsächlich auch schon festgestellt, weil ich gerade den Kopfhörer ab hatte und setze den Kopfhörer wieder auf und dann irgendwas fehlt hier, war keine Musik mehr da und dann gucke ich auf den Player, hat der mitten im Lied einfach gesagt, hier, ich mach mal Pause, wo ich mir dann noch denke, warum? Und der hier als Player macht das sogar eher, als wenn man sich das ganz normal auf die YouTube-Apps, sag ich mal, anhört oder laufen lässt. Finde ich ehrlich gesagt echt ätzend. Weil witzig ist wiederum, jetzt haben wir tatsächlich im Gegensatz zu letzter Woche, wenn ihr euch daran erinnert, 10 FPS weniger als letzte Woche. Und ich habe nichts gemacht. Ja. Ich meine, noch geiler wäre es natürlich, wenn ich diese ganze Geschichte hier auch mit dem Tablet hier, ne, machen könnte. Ich meine, würde ja auch funktionieren. Wenn mein Tablet denn funktionieren würde. Das wäre jetzt auch so ein Highlight. Naja. Oh, schön. Jetzt haben wir auch noch Werbung. Ist das nicht geil? Oh, ich werde noch wahnsinnig. Das kannst du auch alles vergessen, ne? Sehr laut.
geht jetzt die Anzeige nicht runter? Also ich kann hier jetzt durch an dem ja jetzt beziehungsweise am Handy jetzt die Musik ruhig lauter oder leiser machen. Das ist in OBS wird das gar nicht weniger. Dann muss ich das wohl in OBS runterregeln. Das nützt ihn ja auch nichts, ne? Es läuft halt hier wieder, ne? Jo. Achso, darum ist das. Ja, das funktioniert alles nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Weil jetzt witzigerweise der Game Sound auch mit in dem. Der seine Kacke ist, hat noch. Also, ich müsste, damit ich tatsächlich die Lautstärke anpasse, wenn ich denn hier raustappen kann. So. Also was Schwachsinn, weil das halt vorher auch funktioniert. Ja, ich werde mir noch irgendwie noch eine Möglichkeit suchen, dass ich das hier besser hinkriege. Naja. So. Also ehrlich gesagt nicht so ganz, was wir so ne, nach dem Grubbern machen sollen. Ich glaube die 27. Theoretisch, ja gut. Könnte man machen, aber ich meine. Was ist denn hier eigentlich Phase? Was ist denn hier los? Warum spielst du mir eigentlich jetzt nicht das ab, was ich jetzt eigentlich, ne? Hier hat mir wieder was ganz anderes abgespielt. Ein Herbelfagen. Ja, ist natürlich wieder sehr leise. Ah, sorry dafür. Ich werde mir das für die Rehbach gleich, wenn ich hier fertig bin mit dem Aufnehmen, muss ich mir dann nochmal anders überlegen, dass ich das abspielen kann. Vielleicht, wenn ich mir den Music Player auf den Rechner ziehe, habe ich mir schon mal oder habe ich schon mal ausprobiert. Auch nur so aus Testzwecken.
jetzt mal testen. Weil so ist es jetzt auch kacke. Ich meine, es war schön hier, ne, das mit dem Handy, aber wenn hier auch hier der Player stets und ständig nicht von selber weiterspielt. Und ich sage, ich habe das in den Einstellungen rumgeguckt. Ich weiß nicht, wo man das denn einstellen kann. Ja, schwierig. Ja, sinnig. So, ich will mal eben ganz kleinen Augenblick. Ich will mal eben was testen. Also nicht wundern, dass jetzt eben kurz die Kamera weg ist. Ich möchte dann nochmal einmal einen kleinen Test machen, aber das hat nicht wirklich viel, oder es macht glaube ich irgendwie nicht wirklich viel aus. Oder? So zumindest nicht für das Spiel. In OBS, ja, gut. Da steigen denn die Prozente wieder. Welcher wieder muss ich jetzt? Ach, da. Aber so rum. Ich hab's tatsächlich geschafft, könnte man so sagen. Ich habe ein paar ETS-Folgen aufgenommen für euch. Wird also die Idee ist tatsächlich Sonntag vielleicht eine rauszuhauen. Also oh, stimmt. Guckt mal eben, ne? Also wenn ihr Interesse dran habt, natürlich klar. Weiß nicht, vielleicht haue ich die auch morgens um 8 raus. Sonntagmorgen um 8. Also ich habe tatsächlich erstmal nur 3 Folgen erstmal aufgenommen, weil ich hatte, ne, vor ein paar Abenden hatte ich mal Bock drauf und dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, das testen wir mal aus. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, also ETS braucht von der Performance her richtig, also das merkt man so jetzt gar nicht, wenn man nur so spielt. Weil ich musste hier tatsächlich, in der Aufnahme, ich musste die Kamera ausmachen, weil es nicht ging. Also das war wirklich Hammer. Weil darum habe ich das jetzt hier mal eben gerade so aus Test gemacht, wenn ich jetzt die Kamera hier ausmache, ob das im Spiel jetzt ein bisschen mehr FPS bringt. Aber das waren jetzt glaube ich nur 3 oder 4. Also das hat jetzt nicht großartig was ausgemacht. Aber das war tatsächlich, also es, für ETS war das echt heftig. Also das hat teilweise 10 bis 12 FPS gemacht. Beziehungsweise, ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt gerade gar nicht mehr. Weil ich habe den Aufnahme gestartet. Mit hier Kamera und ich hatte wirklich ruckelparty wie Sau, also wirklich. Also das war hier wirklich jetzt die ja schon, ne? Also und dann habe ich echt 3 Minuten und habe mir gesagt, weißt du, nee, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht hochladen. So, es war auch nicht spielbar. Es war wirklich nicht, das hat nicht funktioniert.
Und da war ich so ein bisschen hin und her überlegen. Und dann bin ich angefangen, habe dann hier eine Kleinigkeit ausgemacht, da eine Kleinigkeit ausgemacht. Und dann bin ich jemand auf die Kamera gekommen und habe dann die Kamera ausgemacht. Und dann lief das. Boah, da habe ich mir dann auch gedacht, weißt du was? Ich kann denn ja in dem Sinne was aufnehmen, ist da eben keine Kamera. Ist ja nun auch nicht so schlimm. Ich meine, wie ich meine Hackfresse aussieht, wisst ihr ja noch mittlerweile. Darum, ne? Ist ja jetzt nun auch nicht so schlimm. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen Feierabend an der Stelle und machen dann gerne morgen, oder? Ja, also ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, dann gerne morgen wieder reingucken. Und würde jetzt mal so sagen, viel Spaß morgen früh mit der ersten ETS-Aufnahme. ATS-Aufnahme. Warum immer ETS ich? Keine Ahnung. Das ist ja ATS, nicht ETS, meine Güte. Okay, dann machen wir den Deckel drauf. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.